Huch. Steht hier mitten im Nichts zur Truhe. Na sowas. Soll man ja nicht liegen lassen, ne? Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Bäh. Ein Nekrophag. Bäh. Na komm. So. Eine Prise Igni. So, gibt's hier noch was zu plündern? Nein, scheint nicht so. Dann geht's weiter. Ich finde, bei diesem Spiel sollte man manchmal einfach nur laufen und gar nichts sagen, was so schön ist zum Angucken. Scheiße, einer lebt noch. Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen, nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. Dreimal. Ah, alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ah. Den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. Das stimmt wohl, er hat mich nicht dafür bezahlt. Die Lebenden zu verbrennen, nur die Toten. So. Also verbrennen wir auch nur die Toten, ne? Ganz klare Sache. Asche. Super. Yay, wir haben Asche gefunden. Ich wollte immer schon mal Asche finden. Das war, ja, das, was ich mir immer vorgestellt habe. Irgendwann mal ein Häufchen Asche zu finden. Ich fände ja Quecksilber gar nicht. Schwefel gar nicht so schlecht. Dann könnte ich endlich eine Bombe bauen. Um Ghoulnester zu zerstören. So, einmal das Pferd. Plötze. Hallo Plötze. Schön, dass du da bist.
Es ist übrigens tatsächlich so, dass, das erzähle ich euch gerade mal, habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, ich mach's nochmal, dass Geralt alle seine Pferde Plötze nennt. Es gibt eine schöne Szene in den Romanen, wo er ja sein altes Pferd verliert. Ich weiß nicht mehr ganz genau warum. Und dann durch Zufall an ein neues kommt und ja, überlegt, was könnte ein guter Name für dieses neue Pferd sein. Und er überlegt und überlegt und irgendwann sagt irgendjemand Plötze. So scherzhaft. Und er so, ja, Plötze ist eigentlich gar nicht schlecht. Und nennt dann dieses neue Pferd auch wieder Plötze, weil er einfach aus Prinzip alle Pferde Plötze nennt. Eine verlassene Stadt. Irgendwie konnte man da. Oh, schade. Da war die Pferdepanik zu hoch. Tja, haben wir wieder ein Dorf gerettet. Weißt du, Hexer, was immer die Leute reden, ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Ist doch kein Problem, habe ich doch gerne gemacht. Oh. Na gut, komm. Ja. Ups. Diese Kisten waren offensichtlich nicht zum Plündern gedacht. Schade. Schneller. Langsamer. Beweg dich. Dort ist noch ein versteckter Schatz. Den könnten wir uns aber suchen. Wo ist er denn? Nein, das war schon mal nicht. Da vorne im Wasser sind Ertrunkene, die wollen wir nicht haben. Da ist was. Da ist eine Leiche. Dann finden wir da bestimmt. Ah! Einen Auftrag. Weltkarte. Nee, falsch. Quests. Nee. Achso, da müssen wir noch den Schatz suchen. Stufe 4. Den können wir als nächstes machen. Wir beenden jetzt hier Scheiterhaufen statt Begräbnis. Dafür müssen wir uns den Priester schnappen. Und dann machen wir als nächstes eine unglückliche Wendung. Wo finden wir denn den Priester? Ich habe das Gefühl... Dort, alles klar. Das heißt, wir reiten da mal durch. Fangen bei diesem Fragezeichen an. Diesem Fragezeichen, diesem, diesem. Und dann gehen wir da oben die Queste abgeben. In der Reihenfolge.
Damit wir nach und nach die Karte aufgedeckt bekommen. Übrigens ist es ein ganz furchtbar scheußliches Wetter. Ich finde, da sollten wir mal... Oh! Oh! Nee, mit dem legen wir uns nicht an. Tschö! Nicht so schnell, Plätze! Der ist schon mal zu stark für uns. Wenn wir den beinahe in die Arme gelaufen. Okay, das machen wir dann mal ein andermal. Dahin. Als nächstes. Wie viel Uhr haben wir denn? Eigentlich mitten am Tag und es ist dunkel wie in der Nacht. Tja, so ist das. Schon wieder Wildhunde. Na gut, komm, die nehmen wir mit. Ach so, hier. Okay. Teufelsgrube. Ich glaube, da wollen wir jetzt auch noch nicht rein. Wir reiten mal gerade bis zum Eingang. Los, los. Der ist irgendwo dort drüben. Wenn ich mich nicht vertue. Na, wo war denn der Eingang? Los, lauf! Hallo? Hallo, Eingang, hallo. Oha, la, 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 la. Kein Eingang, da ist das Tor. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich da noch nicht runter möchte. Denn dort werden relativ heftige Gegner auf mich warten. Banditenlager. Wir können hier oben noch gucken, aber durch das zweite Tor gehen wir auf gar keinen Fall. Nein, nicht aufsteigen. Wegstecken. Geht die Tür hier auf? Abgeschlossen. Na gut. Denn ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann möchte ich da nicht runter. Reißt ihm die Eier ab! Ja, gehört uns! Ja, da möchte ich nicht runter. Am Ende, was? Wir lassen Plätze mal zurück, die verteidigt sich selber und haut dann ab, gegebenenfalls. So. Was haben wir da noch? Ach, guck mal. Oh nee, die und so viele davon. Nee, falsch. Mal eben hier, da. Und zwar Schutzschild aktivieren. Oh, sind halt viele. Krass. Die bleiben alle schön da unten, ne?
wir eigentlich mal. Ein bisschen mit Igni arbeiten, das ist ja auch mal witzig. Das sind krass. Oh. Ah, ich glaube, dann waren sie. Bäm, haben wir das geschafft. Sehr gut. Wenn wir jetzt noch ein drittes kleines Muttergen finden, wäre das total cool. Ja. Dann kann man die nämlich gleich kombinieren zu etwas größeren blauen Muttergen. Na. Hallo. Ich möchte gerne... Ah, noch eins. Ein grünes. Hier liegt noch einer. Und da vorne sind noch mehr, wenn ich das richtig sehe, ne? Na, huh. Ja, hier sind noch welche. Okay. Noch ein blaues. Noch ein grünes. So, dann gehen wir mal. Nein, falsch. Hier ist es, glaube ich, dabei. Genau, blaues Mutagen. Da haben wir es. Ach komm, ich will das nicht dauernd angezeigt bekommen. Na. So. Ah, haben wir leider nicht genug von gekriegt. Jetzt können wir dann nämlich demnächst ein großes Blaues machen, wenn wir da drei von haben. Bomben können wir immer noch nicht bauen, ne? Ne, fehlt immer noch. Schade auch. So, wir könnten aber gucken. Wenn ich das blaue Mutagen einsetze, kann ich jetzt natürlich noch nicht machen, aber was bringt denn das? 5% Zeichenintensität. Zeichenintensität. Okay. Ja, na gut. So. Wo ist Plätze? Da. Aufsteigen. Weiter geht es. Falsche Richtung. Steck doch das Schwert mal weg. Mach langsam.
Achso, ich wollte, genau, bevor ich das vergesse. Wir waren jetzt hier, da wollen wir natürlich nicht rein. Das heißt, dieses Fragezeichen ist das, mit dem es weitergeht. Dann dieses und dann zum Priester. So werden wir reiten. Alles klar. Und auf geht's. So, da sind wir wieder am Galgenbaum, wo wir vorhin angefangen haben. Da sind auch schon wieder die Wildhunde, die da spawnen. Die kommen da eigentlich immer wieder. Schneller! Im Sturzgalopp. Kommen wir da runter? Was haben wir denn da gefunden? Haben wir eine Höhle gefunden. Aber eine Höhle, die offensichtlich noch zu schwer für uns ist. Oh, komm her. Wobei. Eigentlich. Schon wieder ein Nicker. Aua, 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 aua. Ich muss weg. Was war das? Ah, mein Schwert. Ich muss dringend gleich zu einem Schmied mein Schwert reparieren lassen. Oder mir da ein neues machen. Mal eben das Zeichen wieder auf Schild tauschen. Ja. Ja, ich glaube, das waren sie, ne? Erstmal, guck mal, da ist das nächste blaue. Und noch ein blaues. Und ein paar alchemistische Zutaten. Noch ein blaues. Da gucken wir noch direkt mal wieder. Kann man das nächste. Ja, ich will das nicht dauernd angezeigt bekommen. So, zack, haben wir wieder eins. So, diese Höhle, die wir da haben, ist noch zu schwer für uns, wa? Ja. Dann gehen wir da auch noch nicht rein. Aber das hier nehmen wir mit. Oh, da habe ich doch gerade was. Oh, Inventar. Oh. Ach, guck mal. Ach, guck mal. 25 Zerschmetternresistenz und 3% Elementarresistenz. Wie sieht der denn aus? Naja, so richtig schön sieht der nicht aus, ne? Der ist schöner. Das tauschen wir mal aus. Ich könnte jetzt, warte mal, eine Reparatur von Waffen. Zack, haben wir das Schwert erstmal ein wenig repariert. So. Gut. Alles klar. Wir betreten die Höhle nicht, da wird uns noch ein kleiner Totenkopf angezeigt. Das heißt, die Höhle ist zu schwer für uns auf aktueller Stufe. Meditieren. Ein Stündchen reicht.
Was? Das kann ich jetzt nicht tun. Warum nicht?